Katzen sind oft unnahbare und distanzierte Tiere. Als die Katze einer Familie anfing, sich wütend zu verhalten und das Baby nicht alleine schlafen ließ, beschlossen ihre Besitzer, dem nachzugehen. Was sie entdeckten, schockierte sie und sie riefen sofort die Polizei. Jess und David waren ein glückliches und liebendes Paar. Sie waren seit etwa 10 Jahren zusammen und seit etwa 8 Jahren verheiratet. Sie hatten ein Haus, gut bezahlte Jobs und sich ein erstaunliches Leben aufgebaut. David arbeitete für die Regierung hoch oben im Sicherheitssektor, während Jess eine Dozentin an der öffentlichen Universität war. Sie lebten allein mit ihrer Katze, aber das bedeutete nicht, dass sie einsam waren. Wenn sie nicht arbeiteten, veranstalteten Jess und David oft Partys oder gingen aus. Sie hatten ein sehr aktives, soziales Leben und Jess liebte es besonders, mit ihrer besten Freundin Anne zusammen zu sein, die sie vor 5 Jahren bei der Arbeit kennengelernt hatte. Sie hatte sich sogar mit David angefreundet und als Jess und David erfuhren, dass sie schwanger waren, gab es keinen Zweifel, wen sie als Patin ihres Kindes haben wollten. Die Schwangerschaft verlief reibungslos, aber es gab ein Problem. Der Kater Buddy verhielt sich in Jess' Nähe seltsam. Er roch an ihrem Bauch, als das Baby heranwuchs und rannte dann weg, scheinbar besorgt und ängstlich. Das beunruhigte David so sehr, dass er Buddy sogar zum Tierarzt brachte, um herauszufinden, ob etwas mit ihm nicht stimmte. Der Tierarzt stellte fest, dass mit der Katze alles in Ordnung war. Vielleicht konnte das Tier spüren, dass etwas mit dem Baby nicht stimmte. Tiere haben sehr scharfe und kluge Sinne und können viele Dinge wahrnehmen, also riet der Tierarzt Jess so schnell wie möglich einen Arzt aufzusuchen. Es war zwar ein Schock, aber David und Jess taten, was ihnen gesagt wurde, nur um sicher zu gehen. Glücklicherweise fanden die Ärzte weder bei der Mutter noch beim Säugling Probleme. Buddys Verhalten war ein Rätsel und einige Monate später brachte Jess schließlich ein wunderschönes kleines Mädchen zur Welt, das sie Lily nannten. Es war ein wunderschöner Name und er passte wirklich zu dem winzig kleinen Kind. Die Katze zeigte Interesse an dem Kind und die neuen Eltern waren nervös, weil sie nicht wussten, wie er auf den neuen Familienzuwachs reagieren würde. Aber zu ihrer großen Freude schien es ihm zu gefallen und er schnurrte laut, während er an dem Kind schnupperte. Das war nicht das, was sie erwartet hatten, aber er hatte sich von wütend und irritiert zu freundlich und liebevoll gegenüber Jess' Schwangerschaft entwickelt. Es schien sogar, als ob Buddy wirklich in Lily verliebt war und auf sie aufpassen wollte. Er folgte David und Jess die ganze Zeit in Lilys Schlafzimmer und sprang in das Kinderbett, wenn sie zum Schlafen hinlegten. Aber er legte sich immer an sie und bewegte sich nicht, bis Lily aufwachte und sich zu bewegen begann. Nach Lillys Geburt wurde alles wieder normal mit dem Kater und er blieb liebevoll und anhänglich mit dem neuen Kind. Es gab absolut nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste, außer dass Buddy sich weigerte, Lily nachts alleine schlafen zu lassen. Aber auch hier hätte es Schlimmeres geben können. Natürlich brauchen auch frischgebackene Eltern ab und zu eine Pause. Also beschlossen David und Jess, eine kleine Party in ihrem Haus zu veranstalten. Nichts Wildes oder Verrücktes, nur ein paar ihrer Liebsten wollten sie einladen. Jess kochte, David kaufte Getränke und sie brachten Lily ins Bett, bevor der erste Gast eintraf und Buddy kuschelte sich wie immer neben sie. Eine Stunde später war die Küche voll mit 8 ihrer besten Freunde, die sich unterhielten. Ab und zu schaute einer der Gäste nach Lily, die tief und fest schlief, während Buddy schweigend über sie wachte. Jess war mehr als glücklich, das zu sehen. Aber einige Sekunden später kam Anne mit einem besorgten Blick zurück. Buddy hatte versucht, sie anzugreifen. Er zischte und knurrte sie an wie ein wildes Tier. Er war sogar kurz davor, seine rasiermesserscharfen Krallen in Annes Arm zu versenken, während sie nichts sagte. David und Jess fanden es merkwürdig, dass der Kater nur Anne angegriffen hatte. Vielleicht hatte er einen seltsamen Geruch an ihr wahrgenommen. Aber nachdem alle ein paar Stunden später gingen, fingen Jess und David an zu reden. Vielleicht hatte Anne etwas mit Buddy gemacht. Aber weder Jess noch David glaubten, dass sie in der Lage war, eine Katze zu verletzen. Vielleicht war Buddy auch nur überfürsorglich gegenüber Lily gewesen. Dann stellt sich nur die Frage, warum der Kater nur gegen Anne so reagierte. Was, wenn es etwas anderes war? Deshalb beschlossen sie, ein paar Nanny-Cams für Lilys Zimmer zu bestellen. Sie hatten es bisher versäumt, da das Zimmer sehr nah an ihrem Schlafzimmer und dem Rest des Hauses lag, was bedeutete, dass sie sofort etwas hören würden, wenn etwas nicht in Ordnung wäre. Aber vielleicht war eine Kamera genau das Richtige, um dieses Rätsel zu lösen. Ein paar Tage später kamen 2 kleine Kameras an und David installierte sie. Eine davon platzierte er zwischen einigen Teddybären auf einem Bücherregal und die andere wurde an der Decke in der gegenüberliegenden Ecke des Raums angebracht, wo sie nicht gesehen werden konnte. Es schien perfekt zu funktionieren und so war die Falle gestellt. Wenn etwas im Gange war, würden sie es einfangen. Einige Wochen später, bei der Arbeit, sah David sich das Filmmaterial an. Er sah Jess, die im Zimmer herumlief und alles aufräumte, während Lily ein Nickerchen machte. Und plötzlich kam Anne herein und der Kater schoss sofort auf sie zu, als würde er ihr nicht trauen.
Aber warum? Sie hatte nichts falsch gemacht, sie war einfach nur da. Sie half Jess bei der Hausarbeit. Das ist es, was Freunde füreinander tun, richtig? Sie ging durch den Raum und wanderte von einer Ecke zur anderen, wischte Staub ab und räumte auf. Sie muss gründliche Arbeit geleistet haben. Die ganze Zeit über behielt Buddy seine Augen auf sie gerichtet. Irgendetwas stimmte nicht und David fühlte sich wirklich unwohl dabei. Als er nach Hause kam, erzählte er Jess davon. Wenn sie weiter nachforschen wollten, mussten sie schnell in Lillys Zimmer laufen. David küsste seine Tochter und streichelte die Katze. Dort bemerkte er, dass die Kameras immer noch staubig waren, abgesehen von einem Handabdruck auf jeder Seite, als wäre die gesamte Einheit bewegt oder zur Seite geschoben worden. Es war in der Tat sehr seltsam. Jess dachte, ihre beste Freundin hätte geputzt, aber das war eindeutig nicht der Fall. Um herauszufinden, was wirklich vor sich ging, begann sie, die Schubladen aus dem Weg zu räumen. Davids Augen wurden groß, als er ein Loch in der Wand sah. Darin befanden sich Fotokopien von wichtigen Dokumenten von seiner Arbeit bei der Regierung. Vertrauliche Details und Informationen, die nur er und seine Kollegen haben sollten. Wie waren sie dort gelandet? Neben ihnen lag ein russischer Pass und einige andere Dokumente, die David nicht kannte. David wollte nichts anfassen und rief stattdessen die Polizei an. Innerhalb weniger Minuten waren die Beamten im Raum und bestätigten, dass es sich um gestohlene Regierungsinformationen handelte, die in den falschen Händen extrem gefährlich hätten werden können. Die Polizisten identifizierten Anne als eine Russin namens Olga. Bei weiterer Überprüfung entdeckten die Beamten, dass sie eine vermisste russische Agentin war, die sie vor etwa 6 Jahren aus den Augen verloren hatten. Die Polizei verhaftete Anne sofort. Zurück auf dem Grundstück fühlten sich David und Jess noch nie so verraten in ihrem Leben. Es war klar, dass Anne, oder sollten sie sie Olga nennen, ihre Freundschaft ausgenutzt hatte, um sensible Dokumente zu stehlen und sie Gott weiß wohin zu bringen. Plötzlich hatte David eine Erkenntnis. Er rannte zu seinem Laptop und öffnete die Kamerasoftware und blätterte zurück durch die Wochen, seit er sie installiert hatte. Und da bemerkte er etwas wirklich Beunruhigendes. Nachts kletterte Anne lautlos durch Lillys Fenster und schlich sich in eine Ecke des Zimmers. Sie trug eine kleine Taschenlampe und ein Telefon bei sich und verließ das Zimmer oft mit ein paar Zetteln Papier. Sie schloss leise das Fenster hinter sich und jedes Mal beobachtete Buddy, die Katze, sie wachsam. Manchmal versuchte er sogar, sie anzugreifen, aber die ganze Zeit über hatte er nichts Gutes im Sinne und tat sein Bestes, um Lilly zu schützen. Ja, er mochte ein mürrischer und manchmal überfürsorglicher Kater gewesen sein, aber in diesem Fall scheint sein Instinkt richtig gewesen zu sein. David, Jess und die Polizei können ihm nicht genug danken. Was hältst du von dieser ungewöhnlichen Geschichte? Schau dir jetzt noch diese traurige Geschichte an von einem Wolf, der in ein Dorf ging und eine Krankenschwester nach Hilfe fragt. Doch dann passiert etwas Unglaubliches, womit niemand gerechnet hat.